Na, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich vor diesem sehr tristen und weißen Kleiderschrank stehe. Als kleiner Hintergrund, wahrscheinlich wundert ihr euch nicht, weil ich es in meinen Titel geschrieben habe. Aber ich habe mir gedacht, nachdem nach unserem Umzugsvlog, das sind übrigens Bauarbeitergeräusche, weil es in der neuen Wohnung hier immer noch sehr viel gebauarbeitet wird. Nach meinem Umzugsvlog haben sich einige darüber nicht aufgeregt, aber es haben sich viele gewünscht in den Kommentaren, dass ich doch mal zeige, was ich in meinem Kostümschrank so hängen habe. Und ich dachte mir, dann nehme ich vielleicht gleich das Ganze mal zum Anlass und zeige euch einfach mal alle Kostüme, die ich jetzt hier oben so in der Wohnung von mir rumfliegen habe. Ich habe noch einen Haufen im Keller, den habe ich jetzt aber nicht hochgeholt. Das machen wir dann einfach mal in Teil 2. Deswegen würde ich sagen, zeige ich euch mal, was ich heute so in meinem Schrank habe. Magischer Schrank ist magisch. So, Moment. Ich muss das musikalisch untermalen. Ja, ihr seht schon, da ist eine Menge Zeug drin. So. Und ich überlege gerade, wie ich das am schlauesten mache. Ich glaube, wir fangen mal mit den Accessoires an, oder? Ich bin eine kleine Sonnensibylle. Ja, das sind hier meine, meine Elfenflügelchen. Und ich sag's gleich dabei, manche Sachen sind selbst gemacht, manche nicht. Ich versuche es bei jedem zu erwähnen. Falls nicht, sorry, fragt einfach in den Kommentaren. Das sind auf jeden Fall, man kann sie, ja, ich kann sie nicht so gut, deswegen habe ich mich kurz umgezogen. Man muss sie eigentlich in einer Corsage ein bisschen besser befestigen. Aber das sind auf jeden Fall meine kleinen Elfenflügel. Ich halte sie jetzt mal hier hinten so fest. Davon habe ich auch noch andere. Und ihr könnt sehen, Moment. Die habe ich gekauft auf Etsy. Könnt ihr sehen, das ist so ein Draht quasi. So ein Draht. Moment, man sieht das nicht. Sieht man das so ein bisschen? Da sieht man es. So ein Draht, womit man die Dinger festmacht. Und das sind meine Flügelchen Nummer 1. Und das sind meine Flügelchen Nummer 2. Die sind auch von Etsy. Ich halte sie auch mal hier hinten fest, weil ich sie eigentlich anders festmachen müsste. Die sind von einer relativ bekannten Künstlerin, die die Dinge auch selber macht. Ich zeige euch das mal hier so ein bisschen, wie schön das gemacht ist. Da ist das nicht traumhaft, guck mal. Die macht das irgendwie aus eingefärbtem Nylon oder sowas. Und man kann auch nur, also wenn man sie ausbreitet, sehen sie so aus. Man kann auch nur ab und zu bei der im Shop dann Flügelchen bestellen. Hier hinten sind dann noch so kleine Flügel und so. Und ich habe halt Glück gehabt, dass ich welche bekommen habe. Jetzt ist wahrscheinlich die Kamera unscharf. Achso, da ich jetzt hier gerade auf einem Stuhl stehe, das Ding habe ich neulich noch gebastelt. Ich verlinke euch mal das Video, denn ich habe meine Flügel oben auf dem Schrank. Deswegen bin ich gerade hier oben auf dem Schrank. Ich schiebe die Katze mal wieder aus dem Bild, ne? So, machen wir mal weiter. Das Outfit hier, lasse los, ist noch quasi ungeshootet. Ich hänge es mal irgendwie hier so, hin, damit man es sieht. Es hält nicht. So schaut's aus. Ich weiß nicht, ob man es so richtig sehen kann. Es ist ein reines, es soll auf jeden Fall ein reines Shooting-Outfit sein an der Stelle. Add alle Fotografen, die dieses Video hier gerade sehen. Man melde sich bitte bei mir. Es ist ein Body im Grunde. Oh, da liegt er jetzt. Ein Body, ich hebe ihn mal wieder auf. So schön, vorsichtig. Und ihr seht, ich habe das so ein bisschen mit Moos beklebt und mit so Ranken und hier die Trägerchen versteckt. Und das soll mal so vom Outfit her sein, so baummenschenmäßig. Also, dass man quasi den Body einmal wegretuschieren kann und man aussieht, als wenn man nur nackt mit Blättern bedeckt wäre. This is like the magic happens. So, ich hänge das mal wieder weg, bis ich es irgendwann mal auf Fotos erscheint. So, weiter geht es mit meinem Drachen-Outfit. Das habe ich von Dragon Chains oder so heißt der Shop, glaube ich, bestellt, gemacht, bekommen. Und es ist unfassbar schwer. Und ich versuche mal so ein bisschen euch zu zeigen, wie das hier aufgebaut ist. Das ist im Grunde nämlich wie so ein Bikini-Top. Ich zeige das mal eben. Man zieht das hier einmal drüber, dann hat man hier das gelötet. Es ist auch unglaublich schwer, sich damit anzuschleichen, weil... Ist ein bisschen laut, ne? So. Dann hat man nämlich hier das noch. Das kann man dann einmal hier so flupp rüberschmeißen. Und dann ist es auch wahnsinnig kalt. Und man sieht so ein bisschen hier. Ah, es schmiegt sich so schön an den Brüsten an. Hier ist noch die kleine Kette. Schupp. Und da habe ich als Drache für die liebe Carina geshootet. Das Video dazu findet ihr jetzt hier irgendwo oder in der Infobox, vermute ich. Dazu gab es dann auch nochmal so ein passendes Unterteil. Das sieht man hier, zack, zack. Da habe ich auch so ein bisschen Stöpfchen reingehängt. Aber, ach, da fällt mein Stoff runter. Das ist mein sehr schweres Drachenoutfit.
Dazu hatte ich übrigens damals dieses wunderschöne Ei hier. Das hat mir die Eiertante, auf Facebook heißt die Eiertante, gemacht. Passend zu meinem Outfit in Schwarz-Silber. Ich warte ja immer noch darauf, dass ein Drachenbaby rauskommt. Komm raus, kleines Drachenbaby. Drachenbaby, ich glaube, da ist nur Sand drin. So, apropos Flügel. Hier sind noch die, da ist der Rock, den ich gemacht habe dazu. Den kann ich auch einmal kurz zeigen. Das ist im Grunde einfach nur ein, das war ein langer, ja, so ein Seidenrock quasi. Und ich habe den einfach ab der Hälfte genommen, habe den zerschnitten und dann so ein bisschen angekokelt. Man sieht das hier ganz gut. Der Stoff, der war sehr dankbar, was das Ankokeln angeht. Und habe einfach unten das, was ich genommen habe und weggenommen habe, habe ich genommen, in Fetzen geschnitten. Und hier oben einfach mit Sicherheitsnadeln, kann man das sehen, da wieder dran gemacht. Damit er so ein bisschen fetzig aussieht, den hatte ich dann, so kann man ihn sehen. Ein schöner Rock. Gut, dass der Schrank weiß ist. Ja, so sah der Dings aus. So, und das hier sind die Flügelchen, die ich als Drache getragen habe. Die sind selbst gemacht. Das ist im Grunde einfach nur, man nimmt einfach, man zeichnet auf Stoff ein Muster auf. Hier so ein, sieht man es, Flügelchenmuster. Ich hätte es im Endeffekt gerne ein bisschen größer gemacht. Aber ist wurscht jetzt. Und dann nimmt man halt so einen Stoff. Ich glaube, der Stoff, der war auch das teuerste bei der ganzen Sache. Der ist, ey, Katze! Hier oben lässt man dann so ein bisschen Platz, tut da Füllwatte rein, damit das ein bisschen wie so ein Gelenk ausschaut. Ich zeige euch das mal hier. So, da ist ein bisschen dicker. Kleines Nupsi. Und die Aderform ist einfach nur aufgenäht. Ich habe das einfach ausgeschnitten aus einem Stoff, der ein bisschen heller ist. Das hier. Zack. Und dann sieht das ein bisschen heller aus. Pff, fertig. Ende aus Mickey Maus. So schwer war das gar nicht. So, dann habe ich für meine Dämonen, die ich ab und zu mache, ab und zu ziehe ich einfach so random Dämonenklamotten an. Diese extrem coole Jacke hier, ich schmeiße sie einmal über, Moment. Sie ist so ein bisschen steampunkig, würde ich mal sagen. So kann man sehen, ne? Hatte ich auf der Animagic dieses Jahr zuletzt an und ich mag das, dass die so ein bisschen so einen Stehkragen hat. Oh. So, dann habe ich neben allen Kostümen natürlich für meine ganzen Lab- und Elfensachen auch noch Kleider. Ich weiß nicht, kann man es sehen? So ein bisschen, ne? Das ist mein Kleidchen, mein grünes. Finde ich sehr schön, weil es mit meiner Haarfarbe so toll zusammenpasst. Ich schmeiße es mal eben rüber. Hatte ich jetzt zuletzt auf der Roleplay-Convention dieses Jahr in Köln an. Ist einfach nur so mit so einer Schnürung hier hinten. Habe ich gekauft. Finde ich wunderschön. Trage ich manchmal, wenn ich einfach nur als kleine Elfe mit Elfenöhrchen gehen möchte. Apropos Elfe, das ist mein Elfenoutfit. Die Weste ist gekauft. Moment, ich knüsel das mal auseinander. Diese Weste hier habe ich mir in London gekauft. Die fand ich super schön. Ich glaube, das ist eigentlich eher so eine Ethno-Hippie-Weste. Die fand ich ganz cool. Kann ich auch mal anziehen. So, die kann man hier dann nämlich so ein bisschen binden. Dann ist die hinten total süß, so ein bisschen blätterformmäßig gemacht. Und die fand ich passte ganz gut zu dem Elfenoutfit. Dann die Corsage dazu, die trage ich unter dem ganzen Ding. Die ist quasi selbst gemacht. Also ich habe die Corsage nicht selber genäht, sondern ihr könnt das sehen, wenn ich näher rankomme. Das hatte eigentlich mal so ein Sheng-Shang-Shong-Muster hier, diese Corsage. Die war so grün. Und dann habe ich einfach grüne Knöpfe in allen möglichen Variationen und Größen genommen. Habe damit diese Linien, die ich quasi, also ich habe erst diesen grünen komischen Stoff hier drauf geklebt und dann hatte das so ganz fette Klebe, ja, Nähte, da habe ich dann die Knöpfe drauf genäht und dann einfach noch ein bisschen, hallo, das ist mein Mund, ein bisschen Grünzeug drauf geklebt. So schaut das aus. Genau, das gehört dazu. Und dieser formschöne Rock, den ich jetzt nicht zeige, weil den kennt ihr bestimmt aus meinem DIY, wo ich den Rock genäht habe. Ansonsten verlinke ich euch das Video jetzt hier irgendwo. Übrigens sind alle Videos auch natürlich in der Infobox verlinkt. So, dann kommt mein Meerjungfrauen-Outfit, würde ich es mal nennen. Kann ich den Schrank so lassen? Ich mache den so ein bisschen zu, oder? Das besteht aus mehreren Teilen. Das ist jetzt hier das untere Teil. Ich habe das zusammen gemacht mittlerweile. Das war mal ursprünglich. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich mache es anders. Pass auf, ich mache es an, mach's anders. Und zwar habe ich damit angefangen damals, dass ich einfach nur so einen stinknormalen Rock genäht hatte, wie man hier sehen kann. Der war allerdings ein bisschen sehr kurz, fand ich, dann im Nachhinein. Man sieht es auch hier oben. Ich habe dann hier so einen breiten Gummiband einfach genommen, habe den da drauf genäht, damit der schön passt. Hier das Ganze so ein bisschen mit Blättern versteckt. Und weil ich das dann aber irgendwie zu kurz fand für hinten, habe ich dann noch aus einem längeren Stoff, ich stehe mal auf, so eine Art Überrock gemacht. Das sieht man hier. Und hier sind die Teile davon. Das sieht dann hinten von hinten dann quasi so aus. Ich blende euch aber zu jedem Outfit auch nochmal ein getragen Bild ein.
Und ja, das war das Unterteil. Und zu dem guten Stück gibt es zwei Oberteile, ja. Ursprünglich wollte ich nämlich eigentlich ein bisschen was Netteres machen. Übrigens, der Stoff hier ist so unfassbar geil. Das ist so ein Organza-Stoff, aber in so blau, schimmernd, Irisé, keine Ahnung. Den habe ich von Amazon, der ist einfach großartig. Den habe ich hier einfach so dran genäht an das Oberteil. Ich zeige euch das Oberteil einmal kurz. Das ist jetzt das freundliche Oberteil, als freundliche kleine Meerjungfrau. Wobei, es ist eigentlich kein Meerjungfrauen-Oberteil. Ich wollte mir so ein bisschen so einen Quellgeist, das bin ich, einen Quellengeist darstellen, so ein Geist der Quelle, Spring-Ghost, so ein Dings, blöd halt. Da war das Stöffchen für da, schwimm, das kann man so rumschmeißen. Das war das freundliche Oberteil, das ist auch einfach nur, man kann das hier sehen, einfach nur ein bisschen mit lila Stoff von innen vernäht und dann ganz gammelig mit einer Schnürung hier, mit so Schnürstoffen und Blümchen, Kack, wieder. Ihr glaubt gar nicht, Kinder, wie viel man, mit Blümchen kaschieren kann. Das ist unglaublich. Da gab es dann aber auch nochmal, weil ich dann irgendwann mit der Carina Pusch zusammen, das Video verlinke ich euch auch ebenfalls irgendwo, ein Video als Najade gemacht habe. Kurz zur Info, Najaden sind böse, böse Meerjungfrauen. Gab es das Oberteil hier noch zu? Es ist im Grunde einfach nur ein BH. Badam. Und auch dazu gibt es ein DIY hier auf meinem Kanal. Ihr könnt es euch angucken. So, das war nämlich dann das Bodypainting-Ding und da ist auch noch unfassbar viel Bodypainting-Farbe drauf. So, dann kommt eins meiner absoluten Lieblingsoutfits und das ist jetzt so viel Kram, dass ich euch das gar nicht alles am Stück zeigen kann. Aber es fängt hiermit quasi an. Das ist mir gemacht worden von Etsy. Das ist Kunstpelz natürlich. Nichts von alledem, was bei mir irgendwie mit Fell zu tun hat, ist Echtpelz. Das nur mal dazu. Da ist hier so eine geile Brosche dran mit so einer Schlange. Habe ich auch von einer Dame von Etsy mir machen lassen. Sehr, sehr schön. Dazu gehört dieses Paar Hufe. Das ist skandalös geil. Das ist eine Strumpfhose mit ein bisschen Fell dran. Und das sind im Grunde hochhackige Schuhe ohne Absatz mit einem Huf drunter. Ich zeige euch das mal. Da könnt ihr es ein bisschen sehen. Das ist der Huf. Man läuft tatsächlich, hier sieht man die Silhouette vom Schuh. Man läuft tatsächlich nur auf den Fersen. Habe ich als Faun sehr gerne getragen. Dann dazu gehören meine Pelzinghosen. Ja, dieses sehr putzige Oberteil wieder mit Blumen. Ihr seht, man kann mit Blumen alles kaschieren. Es ist einfach nur ein kleines, in Herzform genähtes Oberteil zum Schnüren. Und dieser einfach nur aus Stoffresten zusammengenähte Rock. Er ist einfach, ein Wickelrock vom selben Prinzip her wie, und es ist auch wieder vom selben Prinzip wie der Elfenrock. Und witzigerweise, wenn ihr euch fragt, was das hier ist, das war mal das Innenfutter von meinem Kragen von einer alten Jacke, die ich nicht mehr getragen habe. Auch alles Kunstfell. So, zu guter Letzt habe ich noch diese wundervollen Widderhörner hier. Ich muss immer so ein bisschen runtergehen, wenn man es sonst nicht sieht. Die sind auch nicht von mir selber gemacht, die hat mir auch jemand gemacht. Und die sind nämlich das fertige Teil, was noch gefehlt hat, zu meinem Faun-Cosplay, was ich euch jetzt wahrscheinlich schon 20 Mal eingeblendet habe und nochmal einblenden werde. Und es ist einfach unfassbar schön, finde ich, das Ding. Hier sieht man es ein bisschen, ich muss es, es ist halt auch leider super, super schwer. Deswegen muss ich es ein bisschen festhalten. Normalerweise mache ich das an der Perücke immer sehr fest. Dann darf natürlich nicht fehlen bei diesem wundervollen Schrank-Let's-Look in mein Schrank-Ding mein lilanes Elfenkleid. Das ist zu 99%, ja wobei, nee, keine Ahnung, es ist zum Teil selber gemacht, zum Teil nicht. Ihr seht, da sind so Blumen-Applikationen drauf und Schmetterlinge und hier sind Schmetterlinge, die gehen da runter. Dann habe ich an die Schultern, ich raff das mal hoch, hier oben so Stöffchen gemacht, sehr, sehr schön. Und hier hinten ist noch Stoff dran. Also es ist ein riesiges, lilanes Ballkleid quasi. Und wo
wir gerade bei den Kleidern sind, ist dieses maßgeschneiderte Kleid von Romy. Das sollte eigentlich mal mein Hochzeitskleid werden. Ist es dann nicht geworden. Ich habe dann aber natürlich mich nicht lumpen lassen. Ich glaube, man sieht es hier so gar nicht. Mich nicht... Mich nicht lumpen lassen und ist zu diversen Fotoshootings angezogen. Es ist wunderschön, vor allem schaut mal. Das hat so ganz viele Flechtelemente. Das ganze Ding, du hast hier so ein Schleifchen und so Flechtschnüre und der ganze Rücken ist quasi mit so Flechtwerk gemacht. Das ist wunderschön. Ich liebe dieses Kleid. Es ist super hochwertig. Wo wir gerade bei super hochwertig sind, dieses Ding ist es nicht. Ja, ich habe ungefähr 1 Million Kopfschmücke, weil ich die unfassbar gerne bastel. Und seht zum Beispiel mal das hier, das war für mein Elfenoutfit, das ich gerade eben schon gezeigt habe. Das ist einfach nur ganz gammelig, ein bisschen dickerer Draht genommen. Ich habe das ganz schlampig einfach nur verklebt, wie ihr sehen könnt. Da sieht man richtig fett die Kleberreste und alles. Und dann einfach hier hinten, so, kann man zusammen machen, kann man aufhaken. Das ist... der ganze Zauber. Hiermit ähnlich. Das ist auch einfach nur Blumengelöt zusammengedrahtet. Wie man sehen kann, einfach nur mit einem Schnürchen zum Befestigen zwei so Dinger genommen. Das eine ist grün umflochtener Draht. Und die Ketten, die hier drin hängen, das ist eine alte, ja, so eine Halskette. Ja, man sieht das hier so ein bisschen. Ich habe die Kette einfach ganz gammelig mit Heißkleber da reingebollert. Mit Heißkleber kann man alles machen. So, dann wieder etwas, was ich nicht selber gemacht habe. Euch aber natürlich nicht vorenthalten will. Ich muss nur gerade gucken, wie man es anzieht. Ich glaube, so und dann so. Oh Gott, man sieht es gar nicht. Moment, ich muss mal runtergehen. Ja, oh, jetzt krieg ich einen Krampf. Da sieht man es so ein bisschen. Das ist ein Geweih. Ich komme mal etwas näher. Das habe ich mir machen lassen. Und das ist ein bisschen teurer gewesen, aber ich finde es einfach traumhaft schön. So, die hier sieht man fast gar nicht richtig. Die sind wiederum selber gemacht. Die sind aus Steckschaum, habe ich die, glaube ich, gemacht. Die sind aus Steckschaum gemacht und dann mit Warbler ummantelt. Und ihr seht, das sind einfach nur Rillen reingemacht. Hier oben habe ich das schon zum Beispiel gar nicht mehr gemacht. Da ist die Kante mir ein bisschen verkackt. Hier kann man es sehen. Oh nein, die Kante ist abgebrochen. Ah nein. Und dann einfach auf so einem ollen Drahtbügel-Haarreifen ist das Ganze dann festgemacht. Und auch mit Warbler. Warbler ist bäh. Und ihr seht, das sind meine selbstgemachten Dämonenhörnchen. Oh, Entschuldigung, was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ist mein... Mein Enchantress-Mond. Ich muss mal die Tür hier ein bisschen zumachen, das sieht man nicht. Mein Enchantress-Mond, den habe ich mal für das Shooting, das Suicide Squad-Shooting, was ich euch jetzt auch irgendwo hier verlinken werde, habe ich dieses Ding ungefähr in 10 Minuten, ein bisschen länger gefühlt gemacht. Also super schnell, super billig gemacht, einfach nur für das Shooting gewesen. Und der Mond, und es ist wirklich nicht gut gemacht. Der Mond ist aus Warbler einfach nur zwei Schichten gemacht. Und wenn ich das jetzt rumdrehe, kriegt ihr die Pimpernellen. Das ist ja schon, oh, da ist was abgegangen. Oh nein, das gehört eigentlich hier so hin, das ist schon kaputt gegangen. Das ist auch wieder eine alte Kette und ihr seht, es ist auch wieder so ein ganz gammeliges, olles, bisseliges Drahtgestell. Und guckt euch das mal von hinten an. Das ist einfach so unfassbar scheiße gammelig gemacht. Es kann jeder. Normalerweise gehört das noch hier oben hin. Ja, aber Enchantress trägt diesen Mond. So, das war dieser Schrank, der da, das ist mein Arbeitsplatz übrigens, im Übrigen, der ist mein Arbeitsplatz. Und dieser Schrank hier, hallo, das bin ich, geht nicht richtig auf, weil da unten Kram vorliegt. Ja, in diesem Schrank sind meine ganzen Utensilien, da unten ist so Bürokram, das ist egal. Da sind Klamotten, die ich nicht weggeräumt habe. Und hier fängt das dann an, das sind dann meine ganzen Bastelsachen, die ich brauche. Da seht ihr das. Schleifpapier, Lacke, Cobra Cast, irgendwelche Farben sind da. Dann Schublade, da sind Sachen drin, die ich vorher in meiner Bastelschublade hatte. Stoffreste, die da reinpassen. Da sind irgendwelche Drahtdinger drin, da sind Farben und Stoffe drin. Da oben auf der Kiste, da ist so Grünzeug, Blätter und so ein Kram drin.
und meine Heißklebepistole, da ist noch eine Lochzange. Ihr seht, jede Menge Kramskrams, den ich zum Basteln meiner Dinge brauche. Und da bin ich, oh mein Gott, es ist Filmception. Da sind übrigens meine ganzen Perücken drin. Falls ich dazu mal ein eigenes Video machen soll, wo ich alle meine Perücken zeige, Daumen nach oben für dieses Video. So, ich hoffe, das war so ein bisschen das, was ihr euch ungefähr vorgestellt habt, weil es ist eine unfassbare Fummelei, alles dann extra anzuziehen. Das wollte ich nicht machen, deswegen habe ich euch die Fotos eingeblendet. Ich hoffe, das war okay. Wie gesagt, falls ihr ein Video mit all meinen Perücken haben wollt, mit meiner Perückensammlung, gebt diesem Video hier einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, was euch so am liebsten gefallen hat. Was ihr gerne noch wissen möchtet, schreibt mich, fragt mir. Und wie gesagt, einige Dinge sind gekauft, einige Dinge sind selber gemacht. Ich bin da absolut fein mit. Viele Cosplayer oder einige Cosplayer sind da so ein bisschen so, nee, Dinge kaufen tue ich auf gar keinen Fall. Bei mir ist das immer so, Dinge, die ich nicht kann, kaufe ich, damit das Outfit zusammenpasst. Das ist so meins, das finde ich auch in Ordnung für mich. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss.